Hallo mal wieder. Diesmal etwas Unkonventionelles, wenn man so sagen kann. Ihr kennt doch das Aquarium bestimmt sicher noch, ne? Und ich bin ja Viktor Schauberger-Fan und der hat da so ein Buch rausgebracht, was da heißt Unsere sinnlose Arbeit. Das heißt, alles, was wir in der Natur verbessern wollen, bringt im Endeffekt gar nichts, weil hätten wir mal lieber von Anfang an die Finger davon gelassen, hätte sich die Natur von selbst so geregelt, wie sie es braucht. Aber erzählen kann man ja viel, wenn der Tag lang ist. Beweise dafür wären man nicht schlecht, dass man sich wirklich entspannt zurücklehnen kann und einfach Mensch sein kann, ne? Ohne da einen Haufen sinnloser Arbeit machen zu müssen. Als kleines Versuchsprojekt habe ich mir da hier dieses Aquarium rausgesucht, hab's mit alten Muscheln und alten Schneckengehäusen gefüllt. Und hier sind so ein paar Steine, die ich in Dänemark gefunden habe. Diese großen. Ich vermute ja mal, dass das mal früher Knochen gewesen sind. Und die schön versteinert sind. Ich weiß nicht, zu welchem Wesen die Dinger gehört haben hier. Aber jetzt liegen sie jedenfalls hier im Aquarium drin. Ganz am Anfang hatte ich noch zwei Unterwasserpflanzen drin stehen gehabt aus dem Zooladen und habe mir Spitzhornschnecken reingesetzt und zwar aus meinem Garten. Hier oben ist zum Beispiel eine, da wuselt eine rum. Und nach einiger Zeit ist dann auch, wo ist er denn hin? Da hinten ist er. Genau. Gary gibt es nämlich auch noch. Hier diese Posthornschnecke, glaube ich, heißen die, ne? Die dann nicht so wie ein Spitzhorn gemacht sind, sondern wie so ein Posthorn. Die ist wahrscheinlich durch die Pflanzen aus dem Zooladen mit reingekommen. Da war wahrscheinlich noch so ein Ei mit dran gewesen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Spitzhornschnecken haben die Pflanzen, die hier drin gestanden sind, ziemlich schnell weggefressen und ich musste dann immer zufüttern. Ich habe immer das, was ich an Salat nicht gegessen habe, hier reingeschmissen und die haben sich's gut gehen lassen und die haben sich dann auch extrem vermehrt. Hier war dann zwischenzeitlich alles voll mit Spitzhornschnecken gewesen. Aber außer Steinen und Muscheln hatte ich ja hier nichts drin gehabt. Die Pflanzen, die waren auf Ceramis-Basis gewesen. Und das alles, was ihr jetzt hier unten seht, das ist alles Schneckenkacke. Dieses schwarze Zeugs da. Und alte Schneckengehäuse. Also diese erste Hochkultur, wenn man es mal so nennen kann, tja, die hat ein halbes Jahr ungefähr gelebt. Und dann auf einmal kannst du sagen, innerhalb von ein paar Wochen, sind dann ganz viele von der ersten Generation gestorben. Es sind jetzt wieder ganz viele kleine drin. Hier ist zum Beispiel eine, hier ist eine kleine winzige, hier oben ist eine kleine winzige. Also es geht weiter, aber halt so schaukelmäßig, ne? So, und jetzt sieht es wahrscheinlich so aus, dass die erste Generation hier ordentlich Humus reingelegt hat, auf dem jetzt ein bisschen was wachsen kann. Und bis auf diese ersten zwei Pflanzen aus dem Zooladen habe ich hier keine Pflanze reingetan. Und guckt mal, was hier hinten jetzt ist. Also ich meine nicht diesen abgestorbenen, dieses abgestorbene Teil von der Tomate, sondern dahinter. Seht ihr dahinter dieses? Das ist jetzt schon bestimmt 2, 3 Wochen drin, wird immer größer. Und kringelt sich so nach oben. Sieht aus wie eine Pflanze. Tja, das ist schon mal das erste Verblüffende, dass hier wahrscheinlich eine Unterwasserpflanze drin wächst. Aus dem Nichts heraus kannst du sagen, die ersten Pflanzen sind ja komplett weggeputzt worden und da war nichts mehr mit Leben. Aber was mich jetzt noch mehr verblüfft hat, ist das hier. Eddie, willst du auch mitgucken? Guck mal her. Hier ist nämlich Unterwasserpilz gewachsen. Tja, ich habe auch gedacht, das ist nichts so Tolles.
Oh, komm her, komm her, komm her. Gucken wir mal, ob wir noch weiter rangezoomt bekommen. Da ist er jedenfalls. Klein und schwarz. Und definitiv ein Pilz. Definitiv ein Pilz, wie man ihn aus dem Wald kennt. Also nicht so solche komischen Pilzgeflechte, ne, wenn man Schimmelpilz irgendwo hat. Also es wird wahrscheinlich unten drunter sein. Aber so richtig mit Pilzkörper und Stiel und Kappe und so weiter und so fort, habe ich das noch nicht gekannt unter Wasser. Ne, der wächst jetzt so hier vor sich hin. Das ist aber nicht der einzige. Hier hinten ist noch einer. Da kommt noch einer raus. Und irgendwo hatte ich noch einen gefunden. Ah ja, hier hinten. Da hinten dieses schwarze Teil, was da rauskommt, ist noch einer. Also aus der Schneckenkacke wachsen jetzt sozusagen schwarze Pilze. So wie es aussieht. Ja, definitiv. Kann man so lassen. Da habe ich ja gedacht, na toll, Unterwasserpilze. Mal gucken, was es für ein Typ ist. Wollte ich mal ins Internet schauen. Und als ich da dann Unterwasserpilze eingegeben habe, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, hier haben die 2008 angeblich erst den ersten Unterwasserpilz entdeckt. Was ich jetzt irgendwie nicht so richtig glauben kann, wenn ich ehrlich bin. Oder soll es wirklich so sein, dass wir jetzt erst erkennen, dass unter Wasser auch Pilze wachsen können? Ich bin da etwas verwirrt. Ich brauche da mal eure Hilfe. Wer auch Aquarien hat und solche ähnlichen Pilzdinger da drin hat, der soll sich mal bitte melden. Mich würde schon interessieren, ob das jetzt was Besonderes ist oder ob das 0815-mäßig überall schon bekannt ist. In diesem Zusammenhang kann ich euch mal noch einen Film ans Herz legen. Nausicaä heißt der, aus dem Tal der Winde. Und hier gibt es auch eine schöne Story dazu. Da ist, ich glaube, in Japan ist er gemacht worden. Und in den 80er Jahren haben dann ein paar westliche Firmen die Rechte von dem Film aufgekauft und haben ihn umgeschnitten. Ne? Am Ende ist diese Botschaft, dass die Natur in Symbiose lebt und Pilze dafür verantwortlich sind, dass etwas gereinigt wird, umgeändert wurden. Und es ist ein, die Geschichte ist so verändert worden, dass ein Spiel von Gut gegen Böse rauskommt, ne? So wie es in der westlichen Welt halt zu sein hat. Das hier ist jetzt die synchronisierte Originalversion, also nicht dieser Abklatsch. Der hat dann auch, glaube ich, einen anderen Titel gehabt. Aber ja, wer da das Pech hatte, irgendwann 1996 oder 97 im deutschen Privatfernsehen die geänderte Version zu sehen, wo das Spiel von Gut gegen Böse drin ist, dem kann ich das hier echt nochmal ans Herz legen, weil, ja, hat seinen Oscar verdient, das Ding, würde ich sagen. In dem Sinne, bis später.